So, willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls 2, Part 102. Eigentlich, naja, dachte ich, dass ich es in einem Part schaffen würde letztes Mal, aber es hat nicht so ganz geklappt. Ist auf jeden Fall nicht so schlimm. Er hat eh nur noch zwei Ziele und die machen wir in dem Part noch. Was ich letztes Mal erwähnt habe, hier gibt es noch ein paar besondere Sachen. Und zwar, es gibt ja noch diese komischen Maskenmänner da. Ich glaube, von denen könnte ich noch das ein oder andere bekommen. Wie gesagt, farm ich alles noch zusammen. Aber das sind eigentlich viele da. Ist halt eben blöd. Und dann gibt es ja noch diesen. Diesen ich weiß gar nicht, wie er heißt. Dieses komische Vieh, die es auch schon kurz vor der letzten Sünderin gab. Der verlorenen Sünderin. Die mir diesen Schädel, missgestalteten Schädel gedroppt haben, der ja auch von hier kommt, oder halt eben den Glockenhüterbogen. Dieses Vieh, was es hier in dem Schloss gibt, kann, ist aber selten, oder ist so fast schon sogar sehr selten, kann einen Chaos-Rapetier, Rapier, also diesen Degen da, kann den droppen. Sollte ich den erlangen, ich schätze mal, irgendwann kriege ich den bestimmt schon noch, werde ich den euch natürlich noch zeigen, ist klar. Was es dann hier noch gibt, es gibt hier ab New Game Plus ein Phantom, das sich hinter dem letzten Gemälde versteckt, was man wegbochen kann. Wegbochen klingt bekommen, wegschlagen hier, wo man draufhauen muss. Wo auch diese anderen Maskenleute da, die haben so einen blöden Namen, ich komme jetzt gar nicht drauf. Atze, sonst was. Jedenfalls dort, genau die, da hinter so einem Bild ist ein Phantom und das kann auch noch eine Rüstung droppen. Ist aber selten. Ich habe das Phantom schon gesehen und es hat mich auch ein bisschen genervt. War auch ganz schön stark, um ehrlich zu sein. Oder ich habe mich vielleicht noch blöd angestellt. Jedenfalls habe ich noch keinen Teil davon gekriegt. Also muss ich das nächste Mal versuchen. Die Rüstung werde ich vermutlich irgendwann ganz, ganz, ganz viel später zusammen haben. Dann würde ich sie euch eines fernen Tages mal zeigen. Aber wie gesagt, viel fehlt mir nicht mehr. So, aber jetzt geht's weiter mit der Quest. Genug gelatscht. I want you to kill one more. Wen denn diesmal? Your target is Felkin the Hexer. As proof, bring me that peculiar scepter of his. What do you say? Na logo. Yes, very good. But he will be formidable. Be cautious. Nein, muss ich nicht, denn Falcon schenkt einem mit 20 Intelligenz und Wille das Hexer-Set und auch den Abendrotstab. Genau diesen Stab möchte er nämlich. Außerdem kann man nochmal einen Abendrotstab wo finden? Moment, lass mich mal nach. Ach ja, genau. Der Mimik. Genau, der Mimik, der hier draußen steht. In Aldias Festung. Dieser droppt die Finstermaske und den Abendrotstab. Von daher. Gut, ich hätte es vielleicht doch noch im letzten Part machen können, aber gut. Passt schon, ist doch besser, dass es kürzer ist. Ihr werdet sehen, warum. Fine work. This is my thanks. Take it. Verbotene Sonne. Now let's discuss something. Moment, verbotene Sonne. Hatte ich das schon mal? Ist ein Wunder, wenn ich mich recht entsinne. Ah, nee. Ist eine Pyromantie. Ah, sehr schön. Die hatte ich nämlich noch nicht. Jetzt fehlt mir nämlich nur noch, Feuerwaffe. Die könnte ich mir bereits holen. Das werde ich aber noch nicht machen. Die hole ich mir dann wirklich mit allem restlichen Scheiß am Ende. Wie gesagt, das hier ist noch nicht der letzte Part. Also von daher, verbotene Sonne. In den alten Riten von Aldia entwickelte Pyromantie. Schleudert einen riesigen Feuerball mit weitem Explosionsradius. Hört sich interessant an, würde ich gerne mal testen. Was könnte eine so gewaltige und verheerende Kraft rechtfertigen? Die Verrückten von Aldia stellen sich diese Frage vermutlich nicht, wenn da überhaupt noch irgendjemand lebt. Den Fürst haben wir ja schon umgebracht. Ja, der Fürst, der ist auch hier. Ihr werdet es nicht glauben, aber wenn man den einen oder anderen Gegenstand liest, ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Gegenstände es waren, erfährt man erstens, dass Aldia im Osten liegt und dass ja beide, König Vendrick und sein Bro, nach halt eben Macht und Unsterblichkeit gesucht haben. Nur auf verschiedene Arten und Weisen, ne? Und ihr erinnert euch ja vielleicht, dass dort hinten im Schloss diese Golems oder diese Riesen rumliegen. So wie wir sie schon in den Erinnerungen gefunden haben. Und der Fürst Aldia, der hat mit
dem Zeug so ein bisschen rumexperimentiert und ich weiß jedenfalls nicht, wie es gekommen ist, aber der Fürst ist der uralte Drache. Das merkt man allein schon, wenn man mit ihm spricht. Das Besondere dabei ist aber, er redet ja vom Wir. Das bedeutet, in dem Drachen muss ein kollektives Bewusstsein sein. Denn sonst würde er nicht von Wir sprechen, ne? Jedenfalls der Fürst ist, also der Fürst Aldia ist der uralte Drache. Und den habe ich übrigens letztens, noch gar nicht lange her, habe ich den umgebracht. Ich muss sagen, im Vergleich zu damals ging es besser. Beim zweiten Versuch habe ich es geschafft, aber ihr müsst wirklich ganz vorsichtig sein. Ihr könnt beispielsweise, so habe ich gemacht, wenn ich gerade noch einmal bei bin, der Part, der wird sowieso nicht jetzt so lang gehen, deshalb kann ich noch was erzählen. Könnt ihr. Moment. Hier, da ist es. Blütendrachenschild. Dieses könnt ihr euch auf den Rücken schnallen, weil dann habt ihr nämlich den Ausdauerwiederherstellungseffekt kombiniert. Ich denke mal, das stackt mit Chlorantiering plus 2. Von daher habt ihr bessere Ausdauer. Dann nehmt am besten ein starkes Schwert. Ich habe Stranglake-Schwert genommen und immer Blitz drüber gezogen. Hab, glaube ich, 4, 5 mal Blitz gebraucht. Ging also ganz gut. Ihr könnt auch, es empfehlenswert, eine Hellebarde beispielsweise oder sowas zu nehmen. So eine Mastodon-Hellebarde, weil die hat nämlich auf maximaler Stufe richtig viel Angriffskraft auch. Und dann 2, 3, maximal 4 mal antreffen und dann schnell wegrennen. Und wenn ihr Glück habt und der Drache verarscht euch nicht und fliegt wieder hoch und sprüht nochmal Feuer, Speitfeuer, dann könnt ihr es so innerhalb von so 5, 6, 7 Minuten schaffen, ohne drauf zu gehen. Ja, was übrigens auch lustiges mir passiert ist, ich habe mich da mal beschwören lassen von jemandem und hab's einmal gemacht, hab den Nebel betreten und wurde vom Drache geröstet. Gut, hab mir gedacht, okay, ich meine, ist jetzt verständlich. Der speit ja kurz nachdem der Kampf, also nachdem der Nebel dort erschienen ist und ihr betretet die Boss-Area wieder, speit er ja Feuer. Ja, gut, da habe ich mir gedacht, okay, gut, passiert einmal, ich meine, kann jedem mal passieren so. Dann habe ich mich nochmal beschwören lassen und habe diesmal ein bisschen so ein, zwei Meter vor dieser Nebeltür gewartet und habe mir gedacht, okay, der speit gleich wieder Feuer, deshalb warte ich. Ja, das Dumme ist nur, er hat mich selbst in dem Radius getroffen. Ich konnte das Bossfeld nicht mal betreten und war vorher schon tot. Pech gehabt, würde ich es nennen. Naja. You could kill a dozen like that, and it wouldn't matter. I want you to kill someone of import. I want you to kill the girl in Majula, known as the Muse. They say that she is the last firekeeper. But they say a lot of things. That she's a gentle shepherd, lighting the way for you cursed fools. Nonsense. Once she is dead, I will have no regrets, and I will be content to remain here. The girl will have a peculiar feather. Bring it to me. Now go along. Peculiar feather. Ja. Wen will er denn, dass wir töten? Wen will er denn? Also, wen sollen wir töten? Um es besser auszudrücken, es klang ein bisschen scheiße. Genau, er möchte, dass wir Chanalotte umbringen. Denn wenn wir sie, also nur so als Info, wenn man sie tötet, kriegt man auch diese alte Feder, die ich jetzt hier immer schön zum Porten benutze, also. Müssen wir aber nicht machen. Denn anfangs dachte ich, die Items, die wir ihm zeigen sollen, die bekommen wir nicht wieder, aber man kriegt die wieder, also das ist nicht das Problem. Und ihr müsst die Smaragdbote nicht umbringen. Wartet einfach, bis er oben beim Drachenhorst wart und dann kriegt er ja diese Feder und dann könnt ihr die dem jetzt zeigen. Yes, that's the feather. Good. Oh, that is very good. Your reward. Take it. Magie entfesseln. Moment. Magie entfesseln. Wo ist denn das? Ist das ein. Ja, hier. Boah. Zauberei, geil. Braucht man also. Hat aber 3 auf Stufe 58 krank. Magie entfesseln. Steigt die Magie im Körper über eure Grenzen hinaus? Doch zu einem hohen TP-Preis. Okay.
Die fürchterlichen Taten, die in Aldia geschahen, wer hätte es gedacht, führten zu der unbeabsichtigten Entstehung mehrerer gespenstiger, missgestalteter Schattenwesen. So wie diesen Viechern beispielsweise unten vor der Sünderin oder dem einen, der dort hinten ist. Ja. So, damit wäre die Quest beendet. Das Erstaunliche daran ist wiederum, also die Quest ist ein bisschen freundlicher als wie die in Demon's Souls, weil in Demon's Souls musste man wirklich alle umbringen. Da konnte man den, konnte man, ich weiß gar nicht, wie die alte Schachtel da hieß hier, da konnte man der nicht irgendwas zeigen und sagen dann, oh, ich bin zufrieden. Nee, da musste man die wirklich killen. What do you require? You've been good to me. Jo, und jetzt können wir nämlich mit ihm handeln. Und er hat noch Interessantes. Er hat nämlich Donnerquarzring plus 2, kriegt man nur hier, kaufe ich. Dann hat er Astrologen komplett. Mal sehen, was bringt. Von Astrologen in Melfia getragener Hut. Astrologen sind davon überzeugt, dass bei bestellten Anordnungen der Sterne, also Konstellationen, magische Kräfte erlangt werden können. Selbst die geballte Weisheit der Melfia-Zauberakademie vermag keinen Zauber vom Himmel zu holen. Doch die Gedanken der Astrologen führten zur Erschaffung neuer, äußerst nützlicher Zauberapparate. Kaufe ich. Ist das gleiche, kann aber leider nichts. Bin ich bildtraurig, sieht aber interessant aus. Falls man ihn auf coolen Zauberer machen will. So, und dann hat er nämlich noch Schwarze Hexe. Schwarze Hexe gewandt von Zuli, der Hexe, der Verführerin von Alva, dem Wanderer getragenes Gewand, bietet hervorragenden Schutz vor Magie, okay? Als Zuli die Hexe herausfand, wie ergeben Alva, der heilige Sereta war, setzte sie alles daran, ihn zu verderben. Doch letztlich brachte sie ihr Leben mit ihm und unterstützte ihn. Tja, was Liebe nicht alles schafft. So, kann das irgendwas? Ne, leider nicht. Schade. Irgend so ein Magiebonus oder sowas finde ich ein bisschen blöd. Ah doch, hier. Der Herr Hut, der gewährt einen zusätzlichen Zauberslot. Ah, das ist gut. So, haben wir auch. Er verkauft Blitzgroßpfeile und Feuergroßpfeile und Zerstörung habe ich aber. Die habe ich auch schon. Warte mal, ich kauf mal. Nee. Kaufe mal 100. Hier kaufe ich auch mal 91. Einfach so, die brauche ich nicht, weil die kann ich auch bei Macduff kaufen. So, er hat Drachenamulett, ist sinnlos zu kaufen, kann man genug farmen. Rotes Wasser, könnte man kaufen, brauchen wir aber auch nicht. Und Asketen, nee. So, und dann verkauft er nämlich noch große Zauberwaffe und Zauberschild. Aber er hat noch was. These are for you. Chaos. Set. Don't mind the specks of. Now, Emmet, I will sit here and watch the world turn. Tja, wenn du gewusst hättest, dass ich dich verarscht habe. Wenn du gewusst hättest, dass ich dich total verarscht habe, mein Freund. So, wo ist ein Chaos? Wie sieht denn das aus? Chaos, Kales Helm. Ach, Kales Helm, stimmt. Helm eines einfachen Mirafußsoldaten gehört Kale dem Kartografen. Kale erwarb ihn offenbar gebraucht. Billiges, aber dennoch erstaunlich gut gefertigtes Stück. So, wo ist ein Chaos? Ah, hier, Chaos. Chaos-Kapuze. Von einem Chaos-Zauber getragene Kapuze. Er nennt sich jetzt Navlan, also hieß er mal anders. Verbessert Zaubergeschwindigkeit. Bringt das seine anderen Klamotten auch? Warte mal, das ist doch dann das hier. Nee, Chaos-Gewand? Nee. Die haben keinen besonderen Effekt, bedauerlicherweise. Aber die Kapuze hat, ne? Zaubergeschwindigkeit. Das ist ja ähnlich wie das von Straight. Okay. Gut, das war's. So, dann haben wir nämlich das geschafft. Ah, ich depp. So, jetzt gibt's in diesem Part nicht mehr viel zu tun, aber ein bisschen was gibt's doch noch. Und zwar möchte ich euch noch an was teilhaben lassen, obwohl das eigentlich unwichtig ist, aber ich wollte es einfach noch. So, ich habe bei ihm jetzt ja alles eingekauft, was ich hätte kaufen können. Damit sind wieder ein paar Sets komplett. Gute Sache. Aber es gibt ja hier jetzt noch was. Und zwar kann ich ihn befreien. Mache ich jetzt auch, damit er nämlich wieder als... Oh ja, ich vergesse dich ständig, ich weiß. Hast du wieder was? Kruderstein, danke. Von denen hatte ich, glaube ich, nicht so viele. Zumindest würde es mir jetzt nicht einfallen. Moment, ich mache mich mal kurz menschlich. Gucken, mit wem er jetzt redet. Oder ob das einen Unterschied gebracht hat.
I haven't said anything strange. Hört das? Er redet auch schon anders. I have absolutely no intention of leaving here. Do not attempt to help me. Just let me sit here and wither quietly away. Okay, verstehe. Guck, jetzt redet man nämlich mit seiner guten Seite. Hört man schon, der klingt ein bisschen ängstlich. Ja, Bullshit. Toll, jetzt habe ich noch... Jetzt hat mich auch noch jemand invasiert. Also so einen Scheiß brauche ich jetzt eigentlich nicht. Aber gut, komm her. Gibt's halt noch ein PvP-Match in diesem Part. Die Frage ist, wo der Typ herkommt. Ich zieh mir mal Gift drüber. Hartstahlring ist gut, Ring der Klingen plus 2, sehr schön. So, wo ist er denn? Der spawnt wieder sonst wo. Mein Gott, sowas wollte ich nicht machen. Ich wollte noch zwei andere Sachen machen, und zwar... Obwohl, wenn ich diesen Typ hier besiege, brauche ich nur noch einen Sieg. Das würde es auch noch ein bisschen vereinfachen. Und dann wollte ich Naflan eigentlich befreien, damit er nämlich wieder als Gegner auftaucht. Dann werde ich dem an einem Ort noch platt machen, da wo er schnell auftaucht. Und dann kann ich nämlich im Covenant, hier in dem ich gerade bin, also der Way of Blue, Blaue Eid, kann ich nämlich auf Stufe 3 aufsteigen. Und dann hätte ich nämlich den dritten Covenant auf plus 3. Es sind noch einige übrig, aber ich sag mal, die Drachenüberreste und die Sunbros, die werden... Ja, simpel. Schwierigste sind wirklich die Blutsbruderschaft. Hallo. Sorry, Alter, aber lang warte ich jetzt nicht. So, ich befreie mal. Kaufen muss ich ja bei ihm nichts mehr. So habe ich euch zumindest das auch noch gezeigt. Toll, jetzt ist wegen dir mein Gifteffekt weg, du Arsch. Kann der Typ seinen fetten Arsch nicht mal hierher bewegen? So, jetzt auch befreit. By the very gods, what have you done? You've really done it. You'll never escape him. Nicht so schlimm. Gut, wir können immer noch einkaufen. Bemerken sollte man jetzt, wenn er menschlich ist, kann man bei ihm noch einkaufen. So, wenn ihr jetzt aber Hülle seid und ihn befreit, dann greift er euch an. Oder, ich weiß gar nicht, damals hat er mich aber nicht angegriffen, da hat er nur komisch gelacht und dann war er weg. Hallöle, wo ist denn der Typ jetzt? Vielleicht hätte ich auch Hülle bleiben sollen. Oh, ja, da haben wir's. Blue Sentinels. Meine Freunde und Retter an der Not. Das werde ich später auch mal machen. Aber jetzt nicht. So, wo sind denn die Typen, ey? Das PvP-Match wollte ich jetzt schon gern noch machen. Hier ist er nicht. Der greift euch übrigens nicht an, solange ihr noch nicht angreift. Hier, genau die Leute habe ich gemeint. Die haben den Knochenschild und ich weiß gar nicht, was die für eine Nahkampfwaffe benutzen. Jedenfalls was Nerviges. Hey, Moment. Hä? Habe ich da gerade... Hä? Okay, und zwar genau jetzt, wenn ich immer noch hier bin, zeige ich es euch nochmal. Ach Mann, das wollte ich überhaupt nicht machen. So, hinter... dem Gemälde, ja genau, hinter dem Gemälde versteckt sich dieser Invader. Und genau dieses Vieh, hier, der hier, kann euch das Item droppen, was ich erwähnt habe. Ja, das war ein Fehler. Genau, der kann euch diesen Chaos Rapier droppen. So, ist der vielleicht hier drinne? Hallöle, wo ist denn der Typ, Mann? Nee, hier ist er auch nicht.
Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Tut mir leid, Alter, aber... gut, das ist jetzt wieder ein bisschen, wie schon gesagt, Fail, aber gut. Okay. Genau, du hast nämlich noch was Seltenes für mich. Au, scheiße, ich sterb noch wegen dem. Moment. Weil das ist ja mal wieder ein richtiger Fail-Party. Gut, mal, jetzt wäre es natürlich geil, wenn da die Waffe droppen würde. Ja, na klasse, hat natürlich nicht. Also Dio, der Typ verarscht uns. Ich sehe es doch. Mein Gott, ey. Könnt ihr euch ja wieder auf einen lustigen, langen und nervigen Part einstellen? Hallo? Bist du mal vergiftet? Jetzt. Und finden dieser Zyklop ist jetzt tot. Ja, komm mal ab. Der hat sogar was. Okay, der kann altern, schimmern, einen Lebensstein droppen und oh mein Gott. Dio, du gehst noch drauf. Ja. Herzlichen Dank, mein Freund. Und habt ihr gesehen, der hatte so einen blauen schönen Schimmer. Also der war mindestens Stufe 1 in seinem Covenant, wenn nicht vielleicht sogar noch mehr. Okay, jetzt fehlt aber trotzdem noch ein Gegner. Ach Mann, das ist doch wieder alles total schief gelaufen. Ich weiß gar nicht, wie lange dieser Part geht. Der geht bestimmt wieder viel zu lange, aber egal, ich mach das jetzt noch. Und zwar ein, was habe ich doch noch. Und zwar etwas, was ich auch noch zeigen wollte. Oh nein, es war wieder so Panne, ey. Okay, und zwar habe ich ja noch ein paar Steinchen und ich hoffe mal, dass mir diese die zwei Sparkling Golds oder der Hawk Golds eigentlich. Da liegt ja auch noch was, aber das ist unwichtig. Dass die mir jetzt nämlich noch meinen weißen Ring geben und die alte Peitsche. Die gibt es übrigens nur im PC, soweit ich weiß. So. Ja, Prismasteine werfe ich jetzt mal nicht hin. Prismasteine bringen es jetzt sowieso nicht. Ablegen. Ablegen. Nein. Einer. Ablegen. 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 Mal gucken, vielleicht kriege ich sie ja jetzt schon. Man hat aber eine höhere Chance, die bei den versteinerten Etwas zu bekommen. Denn beim versteinerten Etwas gibt es, glaube ich, noch 5 oder 6 Items, die man sowieso kriegen kann. So, was haben wir denn da? Also, rotes Wasser. Mist. Ja, sei ruhig. Magiestein. Brauche ich nicht. Titanitscherbe. Ja, gut, schön, aber Mitternachtstein. Bullshit. Lebensstein. Ich möchte einen weißen Ring zur Hölle. Seelen des verlorenen Untoten. Für'n Arsch. Geborstener, ja, gut. Magiestein. Weißer Ring. Fallstein. Sehr schön. Blutungsstein. Ach, Mann. Giftstein. Schön, jetzt haben wir sie doch alle. Blauer Augapfel. Geborsten. Mitternacht. Göttlicher Segen. Augapfel. Kruderstein. Auch jetzt haben wir sie alle. Seelen des Stolzen. Ja gut, die ist schon mehr wert. Magiestein und das war's. Gut, aber 4 Items habe ich noch. Och Mann, ey. Ich wollte eigentlich den weißen Ring. Wieder so eine Art Trollring, könnte man sagen. So, mit dem Ding kann man eh nichts anfangen. Übrigens, diese Wächterdrachen oben dann im Schrein droppen sowas auch. Ist zwar nicht kein bisschen weich oder seidig, aber gut. So, jetzt.
Scholle. Ist gut, aber brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Dämonen-Großhammer, ja, und... Ja, vergesst, das war wieder Fail. Ich denke mal, bis zum nächsten Mal werde ich dann vielleicht noch ein bisschen was gesammelt haben. Weil, wenn ich den nächsten Part mache, bin ich schon wieder weit in New Game Plus 2 drinne. Vielleicht schon auch so langsam Richtung Ende. Und da werde ich, denke ich mal, auch noch einiges eingesammelt haben. Was ich dann zu dem Zeitpunkt eingesammelt habe, werde ich euch zeigen. Aber bevor... So, hoffentlich hat das... Hoffentlich inversiert er mich jetzt schon, der Sack, weil dann kann ich nämlich euch noch den Aufstieg auf Rang 3 zeigen und dann war es das nämlich für den Part, weil, wie gesagt, der ist eh lang genug. Der ist mindestens auf jeden Fall über 20 Minuten. An die 25 Minuten bestimmt schon wieder so. Und zwar müsste er eigentlich hier irgendwo invasieren. Ja, er invasiert. Da ist er. So, den muss ich nämlich noch killen. Denn diese Phantome zählen auch für den Way of Blue. Also alle Phantome, die sich ankündigen mit einem Namen. Also nicht rote Phantome, die schon da sind, das wird nichts. Aber Phantome, die sich ankündigen mit einem Namen, die... Bei denen klappt's. Gut, das müsste mein 10. gewesen sein. Wenn nicht, wüsste ich ja noch ein paar Orte, wo der nochmal auftaucht. Und ihr habt... Guck mal, ich habe über 1 Million Seelen, weil der Typ vor uns, der hatte recht viel. War aus dem Drachen-Covenant. Aber... der Drachen-Covenant macht's schon clever. Denn wenn ihr dem beitretet, dann... gibt's nur PvP One-on-One. Aber er ist ja invasiert... Als bestimmt war. Ich weiß nicht, ich denke mal, da war bei den Blutsbruderschaft und da hat er halt Pech gehabt. So, hier ist auch noch was Interessantes. Und zwar, die Buchstaben sind bis zur Unerkenntlichkeit verschlissen. Könnte vielleicht eines Tages auch noch Eingang zu einem DLC werden. Gegebenenfalls. Weiß man ja nicht. Ist ja aber möglich. Gestorben sind mittlerweile über 11 Millionen. Und jetzt. Ihr seid im Eid tief ergeben und einen Rang aufgestiegen. Und dafür kriegen wir blauer Tränensteinring. Kriegt man zwar im Mondturm viel einfacher, aber gut. Long ago, she... Ja, Feuerhüterin. In a rush. So, oh mein Gott, ey. Der Part wird auf jeden Fall wieder über eine halbe Stunde. Ist aber ein bisschen dadurch geschuldet, weil halt eben die zwei, ich sag's jetzt mal so Trollos, sich nicht blicken haben lassen. Sonst hätte ich das PvP-Match dort schon vermutlich viel schneller beendet. Und ich weiß gar nicht, wie lang der ist, aber ich denke mal, der ist so lang. Because I'm a cat. Ja, toll. Und zwar hier, seht ihr's, Pilger auf voll, Glockenhüter voll und der blaue Pfad voll. Ich denke mal, als nächstes werde ich einen Rattenkönig machen und dann entweder Sunbros oder blaue Wächter, weil Drachenreste oder Überreste, da sammle ich noch ein paar Items. Da habe ich nämlich mittlerweile erst, Moment, ja, eine Chandra-Seele, sehr schön, habe ich erst hier, Drachenschuppen habe ich erst 14. Und man braucht 30 fürs Maximum, von daher dauert das noch ein bisschen. Aber das nächste Mal, wenn wir uns hier wieder sehen, habe ich um einiges mehr. Sagen wir es mal so. Gut, als guten Abschluss. Was mache ich denn mal? Wille. Wille 2 und Intelligenz 1. Denn, guck mal, seht ihr's? Zwischen Level 200 und 250 steigt das so in die Höhe. Aber jetzt, guck mal, 800 Seelen. Oh, das ist so geil, ey. Wille 2 und Intelligenz boost ich weiter nach oben, denn jetzt kann ich nämlich auch endlich die Sonnenlichtklinge einsetzen. So, gut, dann würde ich sagen, war's das an dieser Stelle. Obwohl, vielleicht war's das doch noch nicht ganz. Da bin ich nochmal, denn mir ist was Wichtiges noch aufgefallen. Was dumm ist. Ich habe nämlich was ganz Wichtiges vergessen, das zeige ich euch schnell noch, das dauert auch nicht lang. Was ich euch aber auch noch schnell zeigen möchte, ist hier Chaos Degen. Ich habe ihn tatsächlich bekommen. Und ich muss sagen, er ist gar nicht so schlecht. Seine Werte sind jetzt vielleicht ein bisschen, vor allem normaler Angriff ist niedrig. Aber er hat Feuer, nicht schlecht. Und ich habe nur mal auf Gift gemacht, denn auf Gift skaliert er mit S Feuer. Das heißt, je mehr Intelligenz ihr habt, desto besser ist es. Und skaliert trotzdem noch mit C auf Geschicklichkeit. Von daher... gute Waffe. Ich weiß gar nicht, was er vorher hatte. Ich glaube, da hat er nur C. Ich glaube, zweimal C auf Stärke. Oder ich bin mir jetzt nicht sicher. Na, ist ja auch egal. Übrigens, bei Blutung ist es genau dasselbe. Wenn ihr den nämlich auf Blutung macht, dann skaliert er auch mit S auf Feuer. Bei allen anderen ist es nicht der Fall, aber bei
Gift und Blutung ist es das. Jetzt muss ich den halt eben Gift noch maximal machen. Da fehlen mir aber leider noch Funkeltitanide. Oder glitzernde Titanide. Und ja, gut, das dauert so noch ein bisschen, ne? Mal gucken, vielleicht mache ich es, bevor ich New Game Plus 2 mache, mache ich es vielleicht noch. Und zwar hier in Nebel. Sehr gefährliche Gegend. Hier gibt es noch einen besonderen Ring. Einen wirklich besonderen Ring. Die Besonderheit, ich glaube, Moment, hier, oh, hier liegt er. Ja. Gauers Schutzring. Ist er doch, ne? Moment, ich will hier raus. Denn mit irgendwelchen unsichtbaren Assholes möchte ich mich nicht anlegen. Übrigens, hier kann man auch, ich weiß gar nicht, wenn man hier den weißen Ring, den ich ja leider auch nicht habe, anlegt und in den Nebel rumläuft, ist man eigentlich fast unsichtbar. Auch gut geeignet zum Leute-Trollen. Das nur mal so nebenbei. So, und zwar Gauers. Fällt auch sofort ins Auge, von daher. Nein. 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 Da ist er. Gauers Schutzring. Verringert von hinten erlittenen Schaden. Ich denke mal, jeder weiß, was das bedeutet. Gauers Schutzring. Der Ring gehörte zu dem Assassinen Gauer, der ein halbes Dutzend Könige und mehrere hohe Geistliche gemeuchelt hat. Er verringert von hinten erlittenen Schaden. Das Leben von Assassinen steht immer auf dem Spiel und die größte Gefahr ist ein ungeschützter Rücken. Habe ich ja damals im Wald auch hier zu spüren bekommen, als ich die Truhe geöffnet habe. Ja, und jedenfalls dieser Ring ist sehr interessant, denn wenn ich den anziehe, ich zeig's euch mal noch. So. Warte, da. Habe ich nämlich hier so eine Art, ja, Spektrum auf meinem Rücken und ich weiß gar nicht, ich glaube 5 Backsteps macht das Teil mit, dann ist der Ring kaputt, dann müsst ihr eine bauen. Ihr könnt auch Reparaturpulver benutzen, habe ich auch schon mal ein lustiges Video von gesehen, wo einer immer back, ich glaube, der hatte diesen Ring drauf, dann Ring der Dorn und halt eben Reparaturpulver und der Typ wollte den immer von hinten angreifen, es klappte aber nicht. Und der hat immer Reparaturpulver in die Luft geworfen und der Ring wurde natürlich dadurch immer repariert und durch den Ring der Dorn hat er den dann, glaube ich, platt gemacht. War wirklich sehr lustig. Jedenfalls sehr gut gegen Backstabs, geht aber extrem schnell kaputt. Also habt am besten, wie schon gesagt, Reparaturpulver dabei oder, naja, Reparaturpulver oder Reparatur. Ich denke mal Reparatur, der Zauber dürfte auch für Ringe gelten. Und ja, oder seid dann, geht zu einem Lagerfeuer und repariert das Ding, weil wenn nicht, könnt ihr ein bisschen was bezahlen. Es kostet bestimmt Minimum A6000 oder 3000. Also, ich sag mal, zwischen 3000 und 6000 wird das bestimmt irgendein Wert sein, den man dann an Seelen wieder beim Schmied bezahlen muss, um das Ding zu reparieren. Naja, gut, das war's erstmal alles, was ich hätte zeigen können. Wie schon gesagt, dies ist nicht der letzte Part. Dies ist auf jeden Fall nicht der letzte Part, denn wie jeder ja mittlerweile auch schon wissen dürfte, kommen ja eh noch 3 DLCs und da freue ich mich schon richtig drauf. Aber das ist im Grunde einer der letzten, der vorletzte Part vor den DLCs. Aber ja, das nur mal so nebenbei. Wird bestimmt richtig geil. Gut, letztes Mal konnte ich ja, obwohl nee, das habt ihr überhaupt nicht gehört, das habe ich ja weggenommen. Jetzt werde ich mich aber diesmal richtig verabschieden. Denn ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Hoffe, es hat euch gefallen und ich habe einige interessante Dinge hier gezeigt und auch erzählt, auch wenn es teilweise ein bisschen, vor allem durch den PvP, die 2 PvP-Kämpfe da noch hier im Aldias Festung noch ein bisschen sich gezogen hat, aber ist ja nicht so schlimm. Und hoffe auch sehr, dass ihr im nächsten Part wieder dabei seid. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage wie immer, tschüss, bis dann.